Ich finde es so hart, wie hier alles gefärbt wird, ne? Nicht alles gefärbt wird. Aber wenn du schwarz nimmst, dann ist alles dunkel. Was? Ja klar, aber das ist ja egal, weil du brauchst ja ihn. Auf der Switch brauchst du ja Freundescodes. Geht ja nicht so, da kann ja Günther stehen, weißt du, ich meine, ist ja egal, wie du heißt da. Ich nehme Kampf-Emote. Wie nicht genug möchtest du? Ich habe für keine habe ich genug Materialien, dann halt nicht. Dann nicht. Die ganze Zeit. Ja, man muss das glaube ich manchmal schließen und wieder öffnen einfach. Ist voll bescheuert, dass es jetzt rängert. Ich muss jetzt schlafen. Und das ist sehr teuer, das Schlafen. Kostet einfach eine Nacht schlafen, kostet einfach 20 Rubine. Doch. Es regnet aber und ich will diesen Weg mit den Lampen weitermachen. Doch, der Regen setzt mir zu. Ich möchte gerne 20 Rubine zum Schlafen ausgeben. Bitte, bitte, bitte. Sehr wohl, normales Bett, eine Übernachtung, eine Person. Eine Frage noch, wann wirst du aufstehen? Morgens, please. Hoffentlich regnet es dann nicht mehr. Dann wünsche ich Ihnen bis dahin einen erholsamen Schlaf. Danke! Es hat durchaus gestern regnen. Ja, nächster Besuch. Da war jemand trunken. Das sind voll die coolen Kühe. Coolen Kühe. Ich weiß nicht, ob ich es bis dahin schaffe. Ach, da ist noch eins. Okay, verstehe. Ey, da unten auch. Was ist das denn? Viele von diesen Dingern gibt es denn? Oh, ein Bockstock. Wow, jetzt habe ich nichts mehr aus Holz. Ich muss den Baum da fällen, vielleicht kommt ja eine Route raus. Das wäre cool. Äpfel. Na toll. Nötige eine Route. Und wie viel hängt sie jetzt hinterher? Finde ich einfach keine Routen, mit denen ich Feuer holen kann, verdammt noch. Nein. Link. 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 Ja. Sei auf der Hut. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten.
Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Link, sei auf der Hut. Jetzt passiert. Ach, und übrigens, Jolly, bist du noch da? Weil du vorhin meintest, dass das mit nur 15 FPS läuft. Ich glaube, auf deinem neuen Rechner läuft das mit 600.000 FPS. Das ist wahrscheinlich fünfmal nebeneinander laufen lassen oder so. Das ist doch dieser Zemu, ne? Oder ist das Zitronen? Oder Zitronen? Oder so heißt der. Ja. Also ich weiß, dass ich das schon selber auch schon mit mehr FPS gesehen habe und das ist schon ein paar Jährchen her. Deswegen glaube ich. Alter. Also es gibt auch so mittlerweile so Standalone-Dinger. Zähne, ja genau. Da muss man gucken, diese Voreinstellungen, also nicht diese Voreinstellungen, sondern diese Einschätzungen, die sind, da steht normalerweise immer dabei, mit was die so eingeschätzt sind, also mit was für einer Leistung. Müssen wir mal drüber reden. Also damit kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich habe früher viel mit so Emulatoren und so gespielt. Deswegen Ocarina of Time läuft auf einem Dual-Core-Prozessor. Also kein Scheiß. Aber Breath of the Wild sagt, oh, jetzt macht er nicht mehr so viel Schaden. Oh, jetzt hat er keine große Fresse mehr. Ciao. Da reden wir die Tage mal drüber. Wie gesagt, und wenn es nicht gehen sollte, dann kannst du dir die Switch auch mal ausleihen. Mit dem Spiel. No problemo. Einfach weiß. Ich brauche übrigens so einen... Achso, da. Route, das habe ich gesucht. Immer noch eine Route. Nö. Könntet ihr mal die Leute hier in Ruhe lassen? Ihr Barbaren. Ja, die Bockdinger kann ich auch gebrauchen. Was war das denn? Er ist einfach stehen geblieben. Steht auf, ihr Leute. Au, und da sage ich Mac noch, dass sie vorsichtiger sein muss und auf ihre Umgebung achten muss. Aber wenn es um Maxi-Trüffel geht, dann lasse ich mir so einiges gefallen. Gesundheit. Schau ich mal, dass ich da oben noch schnell diese Lampen ankriege. Müdi? Hallo! Ehrlich gesagt bin ich auch müde.
bisschen mache ich jetzt schon noch. Jetzt bis 12 oder so. So, eine Dreiviertelstunde. Hallo! Meinst du, man kann mit dem auch fliegen? Mit dem Huhn? Meinst du das mit dem Huhn? Das ist auch so ein Ding, das hat Zelda macht das auch schon immer. Also das gibt's in Ocarina of Time, kannst du das auch schon machen. Brauchst du sogar teilweise. Und wenn du Hühner angreifst, dann drehen irgendwann alle durch. Das ist hier, glaube ich, auch so, dass man dann voll attackiert wird irgendwann mal. Das ist jetzt das Letzte? Nee, natürlich nicht. Da ist noch eine. Hab ich den? Den habe ich ja. Liebe Pangway Twitty. Meine Damen und Herren, Conway Twitty. Ist jetzt hier? Hoffe ich reicht das, aber ich glaube es nicht. Bei meinem Glück fängt es gleich wieder das Regnen an und dann ist wieder die Flamme out. Ich schaff das! Na ja, toll. Ich hab irgendwo welche vergessen. Unet Pro. But where is good old fashion values? It is a family guy. Der Wind fühlt sich so gut an, aber nicht salzig genug. Oh, Entschuldigung. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Ich dachte nur gerade an meine Heimat, an mein Heimatdorf. Angelstedt. Ach, das Meer. In Hateno fühlt sich alles anders an. Aber immerhin hat diese Stadt meinen Mann hervorgebracht. So schlecht kann sie also nicht sein. Ich bin so glücklich, an seiner Seite zu arbeiten. Das ist ein kleines Fischerdorf in Firone, weit im Süden von Hateno. Ich heiße Ralera und bin aus Angelstedt hergezogen, als ich geheiratet habe. Bin mit all meinen Habseligkeiten über die Hylia-Brücke hierher gekommen. Das war vielleicht ein Gewaltmarsch. Kann ich mir vorstellen. So. Ich glaube, ich muss einfach in der Richtung auch noch. Jo, ich wünsche dir auch noch einen guten Abend. Bis dann, gute Nacht.
und es regnet schon wieder. Das ist ja dann jetzt der perfekte Zeitpunkt aufzuhören. Wir sind 2 Stunden 40, ja vielleicht 6 Minuten noch, dann habe ich die 2 Stunden 20 Minuten voll. Wobei. Nee, ich höre jetzt auf. Weil das ist wieder ganz interessant. Dann gute Nacht. Bye bye.